Erst war das Kino mit Renovierung dran, dann das Hinterhaus und jetzt sollte das Vorderhaus wärmegedämmt werden und renoviert werden. Das sollte alles am 6. Oktober zur Kinopreisverleihung, die hier in Licht stattfindet, fertig sein. Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten ist es dann sichtbar geworden, dass es da Probleme gibt mit den Balken. Dass da vor Jahrzehnten ist da einfach irgendwie ein falscher Putz scheinbar drauf gekommen und dann hat das nicht mehr richtig geatmet irgendwie das Haus. Und das ist so problematisch gewesen, dass es also wirklich sich bis in den zweiten Stock hochzieht. Als der Bauherr das Gebäude renovieren wollte, ist Putz abgeschlagen worden. Und dann wurden die Schäden sichtbar, die vorher nicht erkennbar waren. Und dann ist Freitagmittag, ist das Haus gesperrt worden und die Abrissgenehmigung erteilt worden. Für uns ist es Schock. Seit gestern, wir sind hier, drei Tage haben wir hatten in Frankfurt die Kultur Afrika-Dorf für Museum of Afestige gemacht. Mit Freude kommen wir her. Diese Freude jetzt ist total runter. Ich habe ganz nachts nicht geschlafen, zum Überlegen, weiter was zu machen. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Jetzt warten wir auf den Abbruch und dann muss man gucken, was stehen bleibt. Wir konnten ja nicht mithelfen, dass wir mit aufräumen können. Wir waren auf Museumfest und das ist noch das Schlimmste, was dass wir nicht dabei waren, das irgendwas rauszumachen oder auszuräumen. Ich bin jetzt 30 Jahre sozusagen in dieser Gaststätte, früher als Gast. Wir haben hier die Idee zum Kino entwickelt. Das sind unsere Lebensmittel, unsere Töpfe, unsere alles, was wir brauchen für die Küche, für die Kneipe. Ich kann es nicht fassen, es ist einfach, ja. Ich weiß nicht, es ist so, wenn du nach Hause kommst, das ist alles weg. Vom Konzept her ist es natürlich so, dass das Ganze für uns nur Sinn macht, wenn Kino, Küche und Kneipe und auch der Biergarten hier, wenn das als Einheit, als kultureller Ort sozusagen erhalten bleibt. Keiner der Bereiche kann eigenständig existieren, sondern nur in der Verzahnung kann das klappen. Und das ist das große Problem. Wir brauchen dringend eine Perspektive.